Das Ostseebad Binz auf der Insel Rügen zieht wegen seiner Attraktionen und seines Flairs jedes Jahr tausende Besucher an. So auch meine Frau und ich, die ein zweites Mal nach 4 Jahren wieder einmal in dem schönen Ort Urlaub machen wollten. Als wir ankamen, staunten wir nicht schlecht. Binz hatte sich verändert. Viele Verkaufsstände in Zeltformen standen links und rechts der Hauptstraße. Eine Erklärung lieferte uns dann das Transparent, das in luftiger Höhe quer über der Hauptstraße gespannt war. Die Brauerei Duckstein richtete mit der Kommune für eine Woche ein Festival aus. Das Gebäude links hinten mit dem Türmchen, das ist unser Hotel Löw. Wir bewohnten das Zimmer 129, das sehr geräumig war. Schätzungsweise maß das Zimmer ca. 30 Quadratmeter. Alleine die Front mit den 4 Balkontüren war 7 Meter lang. Der Fernseher im Raumteiler hatte eine besondere Raffinesse. Er war drehbar. Das Badezimmer mit moderner Dusche war auch ebenfalls über das normale Maß groß. Ein kleiner Schreibtisch und 2 Kleiderschränke komplettierten den guten Gesamteindruck der Unterkunft. Ganze Hotelkomplex in voller Größe. Und hier demonstrieren zufällig 2 Autos, DDR-Vergangenheit und Gegenwart. In der Hauptstraße, auch als Binzer Flaniermeile bekannt, locken viele Restaurants und Cafés die bummelnden Gäste an. Die weißen Gebäude im sogenannten Seebäderstil verleihen Binz einen besonderen Charme. Die Architektur erinnert an den Jugendstil der 1920er Jahre. Die Zeitung Frankfurter Allgemeine nutzt hier das Festival mit einem Spielchen als Werbegelegenheit. Am Anfang war es bestimmt schwierig, ne? Also wie immer. Wer ist nur auf alte Todes nicht fällt. Ach so, das stimmt. Leider meine Miete. Das Duckstein-Festival bestimmte in einer Woche nicht nur das Straßenbild, sondern hielt auch jeden Tag eine andere Veranstaltung ab, die wir gleich sehen werden. Sehr gut! Ja,
Schreien, dass ihr Ron Schmerzen schreien nicht hört. Aber erst, wenn die Hände weg sind. Thank you.
Schmachtersee. Ja. Die Wank verrennt noch. Jetzt tut das nicht mehr. Hier an diesem schönen Haus vorbei geht's entlang zum Jagdschloss Granitz. An dieser Blüte nascht ein Schmetterling, ein Admiral, am Nektar. Die Pferde auf der Koppel fühlen sich anscheinend pudelwohl.
zum Jagdschloss geht es geradeaus über die Gleise und die Straße. Vor dem Ende des Weges sind auf ca. 300 Meter 11% Gefälle anzusteigen. Geschafft! Der Vorplatz des Schlosses mit den Haltestellen der Bimmelbahnen ist erreicht. Schloss Granitz hatten wir vor 4 Jahren schon einmal sogar von innen besichtigt. So begnügen wir uns diesmal mit der Außenansicht. Nach dem Löschen unseres Durstes fuhren wir mit der Bimmelbahn wieder zurück nach Linz. Somit endet auch der erste Teil des Videos Rügen-Impressionen.